Klasse notierbar. Die 20, ja 25. Sie liegen auf dem zweiten Platz. Und Sie haben es in der Hand. Sie können gewinnen. Kein Panzer darf sein. Sie waren spektakulär an. Mit dem Wurf Fritz Berger. Heute früh noch im Training dreifach gestanden. Achtung! Ja! Noch eine Schwierigkeit. Der geworfene Tulow. Drei Ball. Tempo aufnehmen zum Doppelachsel. Der Wurfachsel. Jetzt die Sprungkombination. Und der gedrehte Wurflot. Dreifach. Fall der 4.400 Zuschauer für Sabine Bays und Chatelo Tierbach aus Karl-Marx-Stadt im guten alten Chemnitz. Das war eine Bombentür. Eine winzige kleine Schwäche beim letzten Doppelsalto von ihm. Aber der Sprung war gestanden. Nur er war nicht hoch genug, nicht frei genug von ihm.
aber das alles gestimmt, der dreifache Wurflook, die Kombination mit Streit, Einsatzachse, Koreen, Doppelzulup, der dreifache Wurfzulup, der dreifache Wurf Ritzberger, der Doppelwurfachse. Hier kommt der dreifache Wurf Tulup, rechts auswärts aufgekommen von der kleinen Sabine Bes, wo die Kraft hernimmt, diese Sprünge, diese Wucht abzufangen. Das sieht gut aus. Also viel besser können die beiden da mit ihrer Trainerin Irene Salzmann wohl in 4 Minuten und 30 Sekunden nicht Eislaufen, Eiskunstlaufen. Sportlich voller Höhepunkte. Im technischen Wert zumindest war es das bisher Beste. Und da müssen jetzt die Preisrichter auch kräftig nach oben ziehen, wenn sie, ja, wenn sie nicht auf irgendeinem Auge blind sind. Jetzt kommt die Wertung für den technischen Wert. Sabine Bes und Tassilo Jobar. Also fast eine volle 5,8. Ihre bisher beste Wertung. Da lassen sich natürlich einige Preisrichter noch ein bisschen Luft. Aber das muss schon mal gelaufen. Sehen Sie, wie die kleine Sabine Bes sich freut. Da war auch alles drin und diese Schwierigkeiten, die müssen Warobje Walisowski erstmal bringen. Und wenn nicht, dann müssen sie das durch künstlerisches als Kunstlaufen versuchen auszugleichen. Das waren 20 Elemente in der Kür von Bes Tirbach. Die B-Note. Die 9 kommt aus Ungarn. Die 7 kommt aus der Sowjetunion. Der Franzose geht runter auf 7, Holland geht runter auf 7 und Großbritannien geht gar auf 8.